zwischen den Filmemachern gibt es natürlich so eine Art Push-Trommel. Und deshalb bin ich natürlich auch in Zussdorf und habe mir Patrick geschnappt. Den Patrick vor der Kamera, er ist tragende Rolle, hat er auch, aber in verwandtschaftlicher Seite her. Und das erzählt er uns jetzt, was den Tschappe betrifft. Ja, also es ist ja so, dass unsere Neffen ein Filmfirma gegründet haben, die Apollonia Film. Und die hat jetzt den Auftrag bekommen, für ZDF Neo eine Serie zu drehen. Und das findet in ihrem Heimatort statt, in Zussdorf. Und natürlich unterstützt die ganze Gemeinde, die ganze Anwohner, alle unterstützen die beim die Dreharbeit und freut sich, dass sie den Auftrag kriegt und sind ganz gespannt, was am Schluss rauskommt. Ich freue mich auch riesig. Ich kenne den Bären sehr gut, ich kenne den Ilmensee, ich habe da viele Zeit verbracht, im Adler auch als junger Mensch. Und dein Neffe kenne ich hundertprozentig auch. Er wird sich verändert haben, ich war schon 20 Jahre nicht mehr hier, aber das werden wir jetzt gleich feststellen. Ja, alles klar. Ich bin herzlich aufgenommen worden. Patrick hat mir gesagt, ich kann mich hier frei bewegen. Ich darf eben nur nicht laut singen wegen den Tonaufnahmen, aber das werde ich nicht tun. Ich bin begeistert vom Kamera-Equipment, die die haben und natürlich von der Nachbarschaftshilfe auch zu ihm. Hier die Anweisung, wo, wann man auf die Toilette kann und dass man auch das Haus noch irgendwie frei hält, sodass man sich privat noch ein bisschen bewegen kann. Sonst sehen wir hier die Aufgaben der Kameraleute, das Ausleuchten hier und wie gesagt, wie Patrick gesagt hat, das ganze Dorf spielt mit. Es wird eine Art Mundartspiel sein im Dialekt, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, werde ich nochmal hinterfragen. Und ich bin begeistert, wie die jungen Leute hier die Sache ernst nehmen und hier für Neo und ZDF in Deutschland eine tolle Serie produzieren, hier in Zussdorf. Eine tolle Ecke, eine Urlaubsecke und natürlich den Bären nicht vergessen. Ich werde es genießen, die nächsten 2 Tage.